Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Cruise Vibes, dem letzten Video nun von der AIDA Aura, die letzten drei Tage an Bord, denn wir haben heute erst einmal den Tag in Invergordon, danach einen Seetag und den Ausschiffungstag, alles zusammengefasst in diesem einen Video. Hier auf der Seekarte seht ihr auch unsere Route, die wir an diesen letzten drei Tagen fahren. Und wir starten am frühen Morgen des letzten Hafentages in Invergordon in Schottland. Das ist der Hafen für Inverness, liegt etwa eine halbe Stunde von Inverness entfernt. Wir hatten wieder einen Ausflug gebucht, das heißt vom Schiff ging es dann direkt in den Bus. Diesmal in der letzten Reihe, da haben wir also jetzt nicht ganz so eine schöne Aussicht wie im letzten Video. Unser Ausflug ist heute wieder eine Wanderung. Führt uns aber erst einmal zum Loch Ness. Dabei können wir hier schon ein bisschen die schottische Landschaft genießen. Das Ganze natürlich auch mit Erklärungen zu Land und Leuten. Invergordon liegt am Cromarty Firth und den überqueren wir jetzt hier gerade. Sein sehr tiefes Gewässer am Eingang. Da kann man also immer hineinfahren mit den Schiffen, egal wie Wetter und Wind und Wasserstände so sind. Deswegen ein sehr sicherer Hafen, der immer wieder von Kreuzfahrtschiffen auch angelaufen wird. Wir fahren hier jetzt einmal durch Inverness durch, allerdings ohne Halt. Also die Stadt haben wir uns auf diesem Ausflug jetzt nicht angeschaut, sondern für uns ging es dann direkt zu unserem ersten Fotostopp. Und den machen wir am berühmten Loch Ness, also dem See, der ja für das Monster von Loch Ness und die Legende dazu bekannt ist. Ja, an und für sich ein relativ unspektakulärer See eben. Es ist vielmehr die Legende, die dazugehört mit dem Monster von Loch Ness, die das Ganze besonders macht. Wir haben deswegen auch nur einen kurzen Fotostopp eingelegt und dann ging es weiter zum nächsten Fotostopp. Das war auch nochmal in der Nähe vom Loch Ness. Da hatten wir die Möglichkeit, ein paar Souvenirs einzukaufen, kurze Toilettenpause. Und dann ging es eben zu unserem eigentlichen Ziel, nämlich dem Tal Glen Affric, und dort haben wir dann eben eine Wanderung unternommen. Hier sehen wir jetzt kurz das Monster von Loch Ness, naja, zumindest als Nachbildung natürlich, so stellt man sich das Ganze vor. Und dann ging es eben nochmal weiter durch die schottischen Highlands in Richtung Glen Affric. Dann wurde die Straße immer kleiner und schmaler, sodass der Bus gerade so noch drauf gepasst hat. Und ganz zum Schluss haben wir dann eben den Ausgangspunkt unserer etwa einstündigen Wanderung erreicht, hier in eben wunderschöner schottischer Natur. Gleich vorweg zu sagen, das war jetzt natürlich kein Wanderausflug, der vergleichbar ist mit den Wanderausflügen auf meiner Mein Schiff Herzreise auf den Azoren. Da waren das ja wirklich hochanspruchsvolle Wanderungen. Hier ist es mehr ein geführter irgendwas zwischen Spaziergang und Wanderung. Also es war jetzt keine anspruchsvolle Wanderung, ein bisschen mehr als ein Spaziergang, ging eben auch mal hoch. Etwa die Hälfte des Weges war auch gut ausgebaut, also eher so ein Waldweg, wie man das auch aus deutschen Mittelgebirgen so kennt von den Wanderwegen her. Und das letzte Stück war dann auch nochmal ein schöner Pfad. Ein schöner Pfad, wo es mir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat zu wandern. Hauptsächlich war es eben schön, diese Landschaft hier zu genießen. Ihr seht das ja, wieder eine ganz andere Natur, ganz andere Landschaft. Und das hat dann schon Spaß gemacht, sich das Ganze anzuschauen. Auch wenn es eben nicht eine sonderlich anspruchsvolle Wanderung mit besonders spannenden Wegen war. Wir waren auch eine sehr große Gruppe, also ein Bus, der bis auf den letzten Platz besetzt war, die dann alle zusammengelaufen sind. Also schon was ganz anderes als jetzt bei TUI, wo das wirklich ein richtiger Aktivausflug ist. Das war aber auch gar nicht so beschrieben, also das war einem schon klar, dass es jetzt hier keine sonderlich anspruchsvolle Wanderung wird. Mein Highlight von der Wanderung war diese kleine Holzbrücke hier über den Fluss hinüber. Und eine wunderschöne Landschaft hier in diesem Tal mit kleinen Wasserfällen. Also das war wirklich schon sehr, sehr schön. Da haben noch ein paar schöne Fotos entstanden. Hier seht ihr die Brücke nochmal. Ja, und dann ging es eben auf der anderen Seite des Gewässers wieder zurück in Richtung Bus. Hier sehen wir nochmal den kleinen Fluss, der sich hier eben durch das Tal zieht. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, und danach ging es dann nochmal über eine Stunde mit dem Bus zurück in Richtung Schiff. Und hier sind wir nun wieder zurück angekommen bei unserer
AIDA Aura, die uns schon erwartet. Und nach einem kurzen Stopp im Souvenirladen, der praktischerweise direkt hier am Hafengelände war, ging es dann auch erstmal zu einer Stärkung an Bord zum Lido Grill. Dort haben wir das Mittagessen nachgeholt. Das war nämlich schon vorbei, als wir zurückgekommen sind vom Ausflug. Und kurz danach war es dann aber auch schon Zeit für das letzte Auslaufen auf dieser Reise. Die Leinen wurden gelöst, wie man hier sehen kann. Und dann haben wir abgelegt und wieder ertönte die Auslaufmelodie. Und diesmal haben wir uns eben auch wieder gebührend vom Hafen verabschiedet. Wir haben dann noch direkt am Liegeplatz gedreht. Hier haben wir ja, wie gesagt, ein sehr großes Gewässer mit dem Cromarty Firth, wo sehr viel Platz ist. Der ist auch sehr tief, das heißt, wir konnten hier ganz bequem direkt am Liegeplatz drehen und auf direktem Wege Kurs in Richtung offenes Meer nehmen. Dabei hatten wir nochmal einen schönen Blick auf Invergordon und auch auf ein weiteres Kreuzfahrtschiff von Viking Cruises, das hier heute ebenfalls lag, allerdings den deutlich schlechteren Liegeplatz weit außerhalb hatte. Hier sehen wir sie, die Viking Venus. Und ebenso interessant, hier, weil dieser Hafen so tief ist, wird er eben auch als, ich sag mal, Parkplatz genutzt für Ölbohrinseln. Da gibt es diverse Firmen, die sich eben hier auf diesen Bereich der Offshore-Arbeit spezialisiert haben. Und deswegen sieht man hier sehr viele ganz, ganz außergewöhnliche Schiffe und Plattformen, die eben hier teilweise im Cromarty Firth abgestellt sind, geparkt sind. Ihr seht auch, es war wieder sehr neblig. Diese Dinger sind ja wirklich riesengroß, so dass sie teilweise am höchsten Punkt schon nicht mehr zu erkennen waren im Nebel. Also schon sehr beeindruckend, da mal vorbeizufahren, das Ganze zu beobachten. Und dann haben wir hier auch noch einmal eine Stelle, wo eine große Firma angesiedelt ist, wo man auch nochmal sehr spezielle und ungewöhnliche Spezialschiffe hier sehen kann. Das ist also wirklich sehr interessant. Es lohnt sich auch hier wieder draußen zu bleiben. Und außerdem hat man hier zumindest auch eine erhöhte Chance, Delfine zu sehen, die sich hier eben gerade am Ende des Cromarty Firth aufhalten. Allerdings hatten wir jetzt leider kein Glück. Heute haben wir also keine Delfine beobachten können. Ich war trotzdem ziemlich lange draußen. Das war nämlich doch eine ganz spezielle Atmosphäre. Eben das letzte Auslaufen der Reise. Hier der letzte Blick nochmal auf die Landschaft Schottlands. Das hat mir schon Spaß gemacht, hier draußen zu stehen, auch wenn es ziemlich kalt und windig war. Trotzdem wollte ich ja möglichst viel vom Auslaufen noch beobachten. Ja, und wie ihr seht, sind wir hier jetzt auch schon wieder auf dem offenen Meer. Und ja, das heißt, wir haben jetzt noch einen Seetag vor uns, bis die Reise dann in Hamburg wieder endet. Da an den Seetagen natürlich immer nicht ganz so viel zu filmen ist, geht es hier in diesem Video auch direkt weiter. Und wir springen jetzt direkt zum nächsten Tag, dem zweiten Seetag der Reise. Und auch der war wieder vom Nebel geprägt, also viel Sicht war nicht, es war im Prinzip gar nichts zu sehen. Und den Tag haben wir sehr entspannt verbracht. Das Highlight war dann am Abend der Besuch im Selection Restaurant, diesmal zum Abendessen. Hier mit dieser wunderschönen Weinkarte, die hätte ich am liebsten mit nach Hause genommen. Sehr schön gestaltet. Hier, man sieht es auch, mit viel Liebe zum Detail, mit eigenen Selection Gläsern. Und das war unser Menü. Das hier war der Gruß aus der Küche. Dazu gab es einen schönen Weißwein. Hier haben wir Lachs als erste Vorspeise. Dann eine Jakobsmuschel mit Suppe. Fisch als Zwischengang und ihr seht schon, wie toll das aussieht, also wirklich Fine Dining auf höchstem Niveau. Natürlich ein Sorbet zum Neutralisieren und dann hatten wir Ente als Hauptgericht und ich kann euch sagen, es hat genauso gut geschmeckt, wie es aussieht. Also da war ich wirklich sehr begeistert. Kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr nochmal auf die AIDA Aura geht, auf jeden Fall das Selection Restaurant besuchen. Wenn es ein anderes AIDA Schiff ist, äquivalent dazu ist das Rossini Restaurant. Ja, und da sind wir schon am letzten Tag der Reise. Wir sind zurück in Hamburg. Nach dem letzten Frühstück haben wir die Otto Sverdrup wieder getroffen. Die hat jetzt unseren schönen Liegeplatz in Altona bekommen. Das heißt, wir mussten leider in Steinwerder von Bord gehen. Können hier nochmal einen letzten Blick auf die Aura werfen. Auch hier wieder ein trauriger Abschied, denn ich sag mal, zu 99,9% war das wohl das letzte Mal, dass ich dieses Schiff betrete, denn im September wird sie die AIDA-Flotte verlassen, mit aktuell auch ungeklärter Zukunft, genauso wie die AIDA Vita, die jetzt als Avitag immer noch in Tallinn liegt.
Zumindest zum Zeitpunkt, als ich dieses Video kommentiert habe. Ja, von Steinwerder ist es immer ein bisschen umständlich, in die Stadt zu kommen. Entweder man buchte wieder einen Transfer. Das ist natürlich immer möglich, kostet aber Geld. Und da wir ja das Deutschland-Ticket haben, was auch in den Hafenfähren gültig ist, haben wir uns wieder für die stilechte Variante entschieden und das Ganze per Schiff gemacht. Sind also von der Argentinienbrücke, die ungefähr 10 bis 15 Minuten Fußweg vom Terminal entfernt ist, mit der Hafenfähre rübergefahren zu den Landungsbrücken. Ja, und unsere Schifffahrt war ja extrem ruhig. Wir hatten eigentlich nie Seegang. Man hat kaum gemerkt, dass wir auf dem Schiff sind. Das erste Mal Seegang hatten wir dann tatsächlich hier auf der Hafenfähre, die dann teilweise doch ordentlich geschaukelt hat durch natürlich die Schiffsbewegungen der anderen Schiffe hier im Hamburger Hafen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich an den Landungsbrücken angelegt. Dort ging es dann von Bord und mit der S-Bahn oder der U-Bahn weiter in Richtung Hauptbahnhof. Und dort wird es dann auch im nächsten Video weitergehen. Dann mal wieder ein Bahnvideo. Hier seht ihr noch mal ein bisschen den Seegang beim Anlegen an den Landungsbrücken. Und das war es damit für dieses Video und auch für die Videoserie, das letzte Video von der AIDA Aura. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann dann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.